Sie entspannen sich bei einer Runde Tischtennis nach den harten Prüfungswochen. Noch wissen nicht alle Oberstufenschüler, was sie später einmal beruflich machen wollen. Die Bundeswehr steht auf der Prioritätenliste aber nicht sehr weit oben. Genau deshalb soll die Bundeswehr mit einer verpflichtenden Musterung mit Männern und Frauen ins Gespräch kommen können. Immerhin, das finden viele Schüler ganz okay. Ich finde, die machen ja im Internet schon ziemlich viel Werbung. Und ich finde, es ist ein bisschen präsent, aber ich finde es auch vielleicht einfach gut, weil man auch vielleicht schöne Erfahrungen bei der Bundeswehr machen kann. Aber ich von mir aus würde jetzt nicht sagen, dass ich zur Bundeswehr gehen würde. Vielleicht irgendwie mal ein paar Wochen gucken oder so. Ich finde es gut, dass man auf jeden Fall die Leute informiert und damit die Leute dann auch davon Bescheid wissen, weil ich denke, dass viele gar nicht so informiert darüber sind und einen Plan darüber haben, was es auch für Möglichkeiten in diesem Bereich gibt. Die Bundeswehr hat Personalprobleme. Eigentlich werden 203.000 Soldatinnen und Soldaten gebraucht, doch die Bewerber stehen nicht Schlange. In der Truppe dienen aktuell nur 183.000. Die Wehrbeauftragte Eva Högel sucht deshalb nach Möglichkeiten, mehr junge Menschen für die Streitkräfte zu begeistern. Die Wiedereinführung der Musterung soll helfen, fähige Menschen zu finden, denen man dann das Berufssoldatenleben schmackhaft machen kann. Kann, nicht muss, sagt Högel. Eine Wehrpflicht will sie nicht. Trotzdem hagelt es schon Kritik, zum Beispiel von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Sie sagt explizit, sie wolle keine Wehrpflicht, aber natürlich ist das der Anfang einer möglichen Wehrpflicht. Ich glaube, wir sollten uns ehrlich machen. Wir brauchen mehr Männer und Frauen, die zur Bundeswehr gehen. Die Bundeswehr muss attraktiv werden und dann finden wir auch die Menschen. Da braucht man jetzt nicht von hinten durch die Bluse nach vorne wiederzukommen. Doch wie die Truppe verstärken. Mit aufwendig produzierten YouTube-Videos aus dem Innenleben der Armee hat es die Bundeswehr schon probiert. Der Erfolg mäßig, sagt Thomas Wiegold, Fachjournalist für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Hochglanzvideos und Realität driften oft zu weit auseinander. Und da lesen eben die jungen Männer und Frauen, dass Panzer fehlen, dass Hubschrauber nicht fliegen und all diese Ausrüstungsprobleme der Bundeswehr. Und dann ganz ehrlich, das ist wie im zivilen Leben, möchte jemand zu einem Arbeitgeber, der einräumen muss, dass sein Gerät nicht vollständig ist oder zum Teil nicht funktioniert. Weniger negative Schlagzeilen produzieren könnte schon helfen, sagen Experten. Denn eigentlich finden die Bundeswehr auch an der Gesamtschule in Köln alle extrem wichtig. Wäre das Image etwas besser, die Bundeswehr könnte hier bei einigen punkten.